So, und jetzt bin ich gerade hier in einem Spielzeugladen, weil ich suche noch einen Antrieb, also einen batteriebetriebenen Antrieb für ein Boot, weil ich habe nur einen. Und für den Film wollte ich eigentlich zwei Boote auf dem Meer fahren lassen, aber leider kein Glück. Ich habe es gerade alles durchgeschaut. Hier gibt es leider keinen Antrieb. Also heißt es, ich kann da nur ein Boot fahren lassen, aber ich denke, das macht ja auch nichts. Also wie ich sehe, die haben hier auch nur die älteren Sachen, die Neuheiten gibt es hier auch noch gar nicht. So, und jetzt sind wir gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Ich habe mein Auto geparkt und Lea hat was ganz Cooles entdeckt. Hier ist so ein kleiner Busch oder ein Baum und der ist komplett voll mit Schnecken. Habe ich auch noch nie gesehen. Komplett alles voll. So, jetzt sind wir im Apartment angekommen. Oder besser gesagt, unten im Erdgeschoss. Und jetzt geht's hoch in den vierten Stock in unser Apartment. Hier ist unser Apartment. Hier seht ihr auch das Traumschiff, das Kreuzfahrtschiff und das Zubehör. Hier geht es raus. Ich zeige euch mal die Aussicht. Also wie gesagt, wir sind hier im vierten Stock und die Aussicht ist wirklich gigantisch. Besonders abends, da geht da hinten die Sonne unter. Ganz da hinten liegt Venedig, ungefähr, weiß nicht, so 30, 40 Kilometer entfernt. Und hier das Meer, Dünen, der Strand und das sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir am Swimmingpool angelangt. Der ist aber gerade geschlossen. Wie ihr seht, da ist so ein Schild dran. Und jetzt geht es weiter an den Strand. Und hier ist der Weg durch die Dünen. Das sind so riesige Sandberge, die rechts und links vom Weg liegen. Und hier der Weg führt jetzt zum Meer. Hinten könnt ihr es ja schon sehen. Und da findet auch der Dreh statt vom nächsten Sechslingsvideo. Die Sechslinge auf Kreuzfahrt. Und da zeige ich euch jetzt gleich mal, wie ich alles vorbereite und wie ich die Aufnahmen mache. So, jetzt sind wir hier schon angekommen. Hier könnt ihr nochmal sehen. Ein tolles Panorama, das ganze Meer sieht man, den Horizont. Ja, und wie gesagt, jetzt sehen wir uns gleich wieder bei den Aufnahmen. Jetzt bin ich an der Location, am Drehort, wie man im Filmbusiness sagt. Hier habe ich so eine ganz coole Stelle gefunden. Die ist etwas windgeschützt und die Wellen sind kleiner, passend für die Playmobil-Figuren, sonst werden sie ja ganz weit weggespült. Und hier seht ihr schon das Kreuzfahrtschiff. Und die Familie, die ist jetzt bereit zum Einsteigen, jetzt geht es gleich los. Und hier vorne seht ihr die Tüte, die Tasche, da habe ich die restlichen Figuren. Non più drei Farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ma ci sento a doncino d'amor, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a doncino d'amor. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vorrei quei panacchini, quel cappello. Jetzt bin ich fast fertig mit den Aufnahmen. War ziemlich schwer. Musste gegen den Sand kämpfen und gegen die Ebbe und Flut. Wie ihr seht, es kommt gerade wieder die Flut. Alles wird überschwemmt. Aber wie gesagt, ich bin ja fast fertig. Ihr könnt euch auf den Film freuen. Der kommt dann nächste Woche, Samstag, raus. Heißt dann die Sechslinge und die Kreuzfahrt. Und ich habe noch einen tierischen
Mitspieler gefunden hier am Strand, aber lasst euch überraschen, seht ihr in einem Film. Also, bis nächste Woche, euer Serratus 1.